Ist ja auch nicht so, als könntest du danach einfach weiter spielen. Wahrscheinlich kann ich danach nicht speichern und muss die ganze Mission nochmal machen. Außerdem kannst du Warzone 2100 nicht hiermit vergleichen. Warzone 2100 war prinzipiell ein gutes Spiel. Das hier ist einfach nur. Uff. Du könntest meine lieben Raketen einfach mal dieses Ding da zerstören, bitte, das wäre sehr gut. Dann fliegen wir die Trümmer rum, killen die Hälfte meiner Einheiten. Alter, ist da drin schon wieder alles voll. Hallo, nicht auf den Panzer schießen! Ihr sollt diesen Turm wegschießen! Ach, da, das ist das nächste Problem, dass ich einfach teilweise... Ach ja, jetzt komme ich wieder mitten in den Trümmern drin. Jetzt schießt doch mal! Ja, jetzt fahren sie natürlich wieder direkt, weil ich... Ach! Ja geil, dann ist über die Hälfte meiner Feuerpower weg, weil die... Ah. Hallo, schießen. Da habe ich euch nicht hin... Ist jetzt wieder alles beschießen und nicht das, was sie sollen. Warum greift ihr nicht das scheiß Gebäude an, wenn ich es euch befehle? Warum nicht? Nein. Da! Ach, schön, dass du auch mal grob in die Richtung schießt, nachdem das Gebäude schon am Arsch ist. Ja, geil. Ja, dass du es mit dem Zeitlimit schaffen, das kannst du doch vergessen. Ja, komm, dich ziehe ich gar nicht erst zurück. Hast du nicht verdient. Gut, jetzt brauche ich neue Raketenwaffe, weil die Panzer gegen die normalen Gebäude noch fast nichts ausrichten. Die natürlich nicht bauen kann, weil... Soll die... Weil ich nur eine Einheit überbauen kann. Und aktuell wäre das ein Panzer, den ich auch brauche, blockiert. Ja, die schießen lieber auf die Einheiten statt auf die Gebäude, auch wenn du es auf die Gebäude befehligst. Und wenn du es zu oft auf die Gebäude befehligst, damit es oft mal nicht ein zweites Mal, dann fahren sie direkt vor die Gebäude, was natürlich sehr gut ist, wenn man bedenkt, dass die Gebäude bei der Zerstörung Trümmer werfen, die Einheiten killen. Und dann meistens noch ein kaputtes Gebäude übrig bleibt, das irgendwann auch explodiert und noch mehr Trümmer erzeugt, die nochmal eine halbe Armee vernichtet. Ach ja, ich hätte übrigens schon verloren, wenn ich nicht gecheatet hätte, möchte ich mal anmerken bei der Gelegenheit. Mir wäre die Zeit schon abgelaufen. Wo ist mein Transporter jetzt? Da ist mein Transporter. Ach ja, aus irgendeinem Grund legt man Einheiten mit 1 bis 9 fest und lädt sie dann mit den F-Tasten die Gruppen. Und nicht irgendwie mit
Steuerung 1 und dann 1, weil ich weiß nicht warum. Ja, doch zu. Ich bin außer Transporter, muss ich sagen. Korrigiere hält auch nicht so viel aus. Der Saboteur? Nein, was ist ein Saboteur? Techniken, Saboteur. Geh mal da rein, bitteschön. Ich habe schon mal ihr Baugebäude zerstört. Jetzt können sie schon mal keine neuen Gebäude mehr bauen. Nein! Würde ich mal da reingehen, bitte. Würdest du noch mal reingehen? Wo ist mein dritter Ingenieur? Ach, ist tot, okay. Bei einigen Missionen musst du einfach komplett im Voraus wissen, was du machen musst, sonst hast du halt einfach keine Chance. Oh wow, ich hätte noch viel Zeug drin. Achso, dann fülle ich auch die Leute, die drin sitzen, natürlich. Okay. Also wenn ich hier einen ablade, kriege ich den da rein, da hinten kriege ich einen rein, da muss ich mal gucken. Ja, bauen mal drei. Ach ja, sie lassen sich gerne aus der Entfernung beschießen, weil so eine nette Sache ist. Außer dem Max in der G- Hallo, ich hab euch doch zurückgezogen. Muss man halt auch nicht befolgen, den Befehl. Ne? Was bist du denn? Du bist nur ein Techniken. Ich brauche ihn nicht. Bitte mal. Habe ich wieder zu viel Einheiten, findet der Sammler den Weg nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich musste auch schon zweimal einen Konvoi beschützen. Das ist hart aus Alarmstufe Rot geklaut. Der hat sie dann auch irgendwie so sich selbst blockiert und ist nicht mehr weitergekommen und deswegen ist er nicht durch die Map gefahren, wie er eigentlich sollte. Deswegen habe ich die Mission relativ einfach gewonnen, weil ich genug Zeit hatte. Unit ready. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Ja, kann ich da hinten reinfahren? Die können keine Einheiten mehr bauen. Keine Gebäude mehr bauen. Ah, ich glaube, der Panzer ist unkaputtbar. Ja, guck, der ist jetzt, also... Den kann ich nicht mehr bewegen und nichts. Nicht, weil er irgendwie so kaputt ist, sondern einfach, weil er jetzt halt unverwundbar ist. Ja, der geht einfach nicht mehr kaputt, weil... Der nimmt dann jetzt einfach keinen Schaden mehr. Ich kann ihn auch nicht mehr bewegen, er schießt auch nicht mehr. Es ist einfach...
Der macht einfach nichts mehr. Die Gegner schießen ihn nur wieder noch drauf, wenn sie vorbeifahren, aber... Ich weiß auch nicht warum. Und in Warzone 2100 geht es nicht nur darum, dass du max Energie sammelst, sondern vor allem darum, dass du nicht alles erforscht immer sofort. Ja, dann schießt halt nicht auf ihn. Aber ist schön, ich habe mal wieder einen unkaputtbaren Panzer. Steht auch sehr praktisch, muss ich sagen. Ist alles sehr grauenhaft hier. Du schießt jetzt einfach auf den, ja, der schießt jetzt einfach auf den und kriegt ihn nicht kaputt, weil er unkaputtbar ist. Unkaputtbarer Panzer, bester Panzer. Hallo, fahren Sie doch mal zu. Speichern richtig. Schießen schon zu zweit auf den armen Panzer. Was hat er euch denn getan, dass ihr ihn so sehr hasst? Jetzt muss ich meinen Transporter so ein bisschen beschützen, damit er hinten in die Basis reinkommt. Hätte Peter meine Streams geguckt oder die Let's Plays, dann wüsste er das alles. Aber er ist halt ein asoziales Arschloch, der das nicht macht. Ich hoffe, EU4 stützt ihn dafür ab. Werkstatt hinein. Das ist da hinten noch irgendein... Irgendwas steht da noch. Nein! Ach scheiße, jetzt kommt da noch wer angeschissen, nein! Okay, vergiss es. Den Transporter kann ich nicht mehr retten. Ja gut. Ach, da geht mal gutes Geld dahin. Ach, fick dich doch, jetzt kommt ihr noch seitlich reingeschissen, ey. Ja gut, ich brauche mal wieder Raketen dafür. Ich hatte gehofft, dass ich das jetzt nachher reinkomme, aber nee. Ich hoffe, dass ich dann noch irgendwie so da und da reinkomme. Aber jetzt muss da von rechts wieder so ein scheiß Teil angefahren kommen. Glaubst du das?
Gut, das waren jetzt wie viel? 1300 kosten die Dinger, ne? 1200, naja, so knapp 5000. 5000, um ein Gebäude zu zerstören, geil. Ich kann ja nicht mal speichern. Ich weiß auch nicht, ob ich in der nächsten Mission dann wieder speichern kann, weil... Wieso fahrt denn ihr noch weiter? Hört mal, hallo. Hallo. Cool, wir haben einen Techniker, was soll denn damit? Das Ding hätte ich locker noch killen können, wenn das Scheißteil nicht von rechts daran gefahren gekommen wäre, genau im schlechtesten Zeitpunkt. Schlimmste, ich weiß nicht mal, ob ich in der nächsten Mission dann überhaupt speichern kann. Wo muss ich hin? Scheiß drauf. Da, das muss ich zerstören, glaube ich. So, wir ignorieren jetzt mal den Cheat, ja? Wir ignorieren jetzt einfach mal. Ah, das Öl ist alle. Würdest du bitte trotzdem nochmal in die Raffinerie fahren? Kommt ein Transporter bis da hinten hin? Nein, selbst wenn... Selbst wenn, die würden alles vernichten, was da rauskommt. Also das sind ja nicht CNC, wo die Infanterie 2 Stunden hält. Kannst du irgendwie die einzelnen Quadranten der Karte so abgehen? Ich weiß auch nicht warum. Ich habe noch nie gedacht, das mache ich mal. Weniger mit der Maus scrollen. Das macht doch auch keiner. Macht überhaupt die Sand entschieden, ne? Enemy destroyed. Gekämpft. Macht der irgendwas? Gibt mir kein Geld, ich hab mir keine Zeit, der macht die Einheiten, ich hab keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung. So. Ich muss wahrscheinlich eh nochmal spielen.